Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Nachdem wir jetzt ja quasi nur noch auslaufen lassen, das Spiel, noch vielleicht ganz kurz zu unserem Markt. Ich habe zwischen den beiden Episoden quasi unsere Marktpreise und unsere Märkte mit vergleichbaren Märkten angeschaut. Also unser Markt ist definitiv der absolut größte Markt. Und da auf die wir haben 158.000 Services, die wir konsumieren. Der französische Markt hat das, was er hat, sind 23.000 Werkzeuge und Services nur 17.000. Vielleicht unsere teuersten, machen wir wieder nach dem Market Price. Wir haben Erdöl und Hardwood sind unsere teuersten Sachen. Da haben wir ein Defizit von 1000, was auch immer, für Einheiten in Öl angegeben sind und 5000 für Hardwood. Der zweitgrößte Markt ist, glaube ich, der französische oder englische, weiß ich nicht, oder russische. Ah, der russische Markt könnte der zweitgrößte. Was haben wir da? Haben die kein Öl? Doch. Brauchen 11.000 Öl und haben 9.000. Während wir haben 24.000. Ja. Also unser Markt ist etwa 3 bis 4 Mal so groß wie der russische, britische, französische, amerikanische Markt. Ich glaube, das sind die Märkte, die wir uns anschauen müssen. Wenn wir uns das GDP anschauen von allen, die in meinem Markt sind, das wäre hier. Auf der Liste kommt dann Mexiko. Dann Brasilien, Mexiko, Brasilien ist in unserem Markt, Sardinien ist in unserem Markt, Schweiz, ist Schweiz noch in unserem Markt? Ja, in unserem Markt. Also, Flandern ist im amerikanischen Markt, naja, die sind glaube ich auch ganz groß. Ich habe zu wenig Öl, aber auch brauchen halb so viel Öl, wie wir überhaupt herstellen. Ja, was mir das letzte Mal außerdem nicht aufgefallen ist, wir haben hier zwei, also das ist jetzt neu dazugekommen, wir haben hier eine Revolution in Krakau und dann noch eine im Oman. Ist okay. Da werden wir daraus. Aktivieren wir noch diese 30.000 Mann hier. Achso. Blöd. Da müssen wir wieder da drüben dann anladen. Das heißt, wie gut ich die aktiviert habe, hätte ich allerdings noch warten können. Das hätte mir Geld gespart. In Wirklichkeit kein Geld gespart, weil wir haben wir haben volle Goldreserven. Und wir werden auch nicht mehr rauskommen. Also wir könnten natürlich rein theoretisch noch extrem viele Construction Sites bauen. Aber in Wirklichkeit, wir produzieren eh schon jetzt viel schneller als alle unsere Nachbarn. Ja. Das habe ich auch in between Episodes gemacht. Ich habe da eine Truppe Krakau geschickt. Viele Schiffe.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man da Schiffe sieht. Ich wusste, dass wenn man tief genug geht, dass man Züge sieht. Das könnte natürlich einer der Gründe sein, warum das Spiel so langsam läuft bei mir. Weil mein Computer natürlich nicht unbedingt das neueste Modell ist. Und der tut sich ein bisschen schwer mit sowas. Also, wie schon gesagt, schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Sachen nachbauen können. Militärisch, glaube ich, brauchen wir gar nichts mehr. Hier können wir schauen. Also, da habe ich auch zwischen den Episoden einen Haufen Sachen importiert oder vielleicht schon währenddessen. Schauen wir mal, können wir vielleicht irgendwo hier kaufen vom Weltmarkt. Oh, von Jean. Oder den Briten. Glaubt von den Briten. Irgendwelche. In Großbritannien brauchen sie ja halt quasi gar keine Autos. Arms. Und ein bisschen sehr. Keine von meinen Truppen drinnen. Ich habe doch da Truppen geschickt. In Modena habe ich auch eine Revolution. Na gut. Warte mal. Pause. Gibt's hier nicht. Wo bist du? South German Headquarter. Also bitte einfach angreifen, das gibt's ja nicht. Sein, dass ich dort gar keinen General habe. Ja, ich habe dort keinen General. Na super. Was habe ich dann mobilisiert vorhin? Frage ich mich gerade. Jo. Und ich mobilisieren wir auch wahrscheinlich an die Modeller. Okay. Hätten wir nicht machen müssen. Andererseits, wie schon gesagt, wir haben einen Überschuss von 1,15 Millionen. Was so gesehen. Wir können nichts mehr verlangen von euch auch. Jetzt 10 Leute, die nicht besetzt sind.
wir könnten dich promoten. Jagdwitwe dann. Ja, sie wohnt. Die leben eh alle bis in alle Ewigkeit und wir haben nur noch 2 Jahre in dem Spiel. Haiti wishes to enter a trade agreement. Natürlich. Nur zu. Ah, wir sind wieder aus dem Ding heraus. Und dann können wir ja mal schauen, von wem haben wir noch Obligations. Griechenland, Venezuela, Formosa, dein Name. Oh, dein Name. Das könnte interessant sein. Da hatten wir jetzt noch keine. Können wir nicht verlangen. Ja, machen wir das mal so, damit wir auf Cordial sind und dass wir dann als nächstes verlangen können. Und Defensive Pact. Haben diesen Markt. Ah, die sind im Qing-Markt, deshalb. In unserem Markt. Recht sicher. Two Arms. In unserem Markt ist es viel schöner. Okay. Mal die darüber schicken. Du lande doch bitte hier. Und nimm den Typen da. So, dann kommen wir weiter. Nein, wollten wir. So, take on that. Von wem können wir das? Um so viel Geld. Oh, Burma, das klingt gut. Qing, Haiti, Spanien, Raj. Sagst du mir, warum du das machst? Raj ist in der Siak. Ja, das war nichts. So, jetzt sollten wir mehr Obligations haben. Oh man, wenn wir es einfach auflösen. Formosa ebenfalls, weil da haben wir eh schon alles von denen. Kanak, glaube ich, auch. In der Trade League haben wir die auch schon als Protektorat. Nein. Aber die wollen auch nicht. Schade. Oder sie auch gleich. So, wo ist. Das ist Sulu auf jeden Fall. Mal, was kann man von euch? Defensive Pack, Custom Union Set. Also ein Defensive Pack, nein. Aber kann ich euch zum Art machen?
Jupp, kann ich. Perfekt, das bringt nur 3,5 Infamy und schon seit von uns. Finde ich gut. Dein Name wieder eine Allianz, finde ich auch gut. Und wir haben wieder einen Krieg. So. Ja, wir haben jetzt drei Kriege. Den haben wir schon gewonnen, mehr oder weniger. Und ich würde mal sagen, den Krieg haben wir auch schon gewonnen. Oh. Nein, das haben wir noch nicht erobert. Erst in 5 Tagen. 4? 3? Ah, wieso dauerst du so lang? Hm. Die Bauliste aus. Okay. Mach das mal teuer. Enden. Aber da wollen wir nicht, aber da machen wir 132 Leute. Wieso haben wir da 533.000 Bauern plötzlich? Woher kommen diese Leute? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann es zu solchen Schwankungen kommen in den, bei den Leuten? Krakau hat kapituliert, finde ich gut. Das haben wir jetzt auch wieder erobert, finde ich auch gut. Wieso kriegen wir von den Osmanen keine Obligations? Immerhin bankrollen wir die auch. Osmanen wäre schön, wenn wir auch in unseren Markt reinkriegen würden. Großer Markt. Play for Power, was ist das? Albrecht von Holstein, Gottorp, Leader of the Petit Bourgeoisie, has made a remarkable play for power in the capital in order to secure a spot for the Kleinbürger within the government. However, it's not entirely clear they should be rewarded for their novel tactics. Shall be recognized for this. Sie kriegen plus 25% Interest Group oder minus 2 Punkte. Wo sind wir bei denen? Bei minus 2? Nein, auf keinen Fall. Die Aristokraten sind die einzig wichtigen hier. Hm.
Schauen wir mal, machen wir mal diese Kriege fertig. Oh, wir haben schon das letzte Jahr. Sollen wir dieses Spiel fertig machen mit diesem? Wir nur bis zum 30. Dezember durchhalten. Okay, bauen wir noch Sachen. Das ist alles nicht wirklich baubar. Möbel können wir auf jeden Fall bauen. Bauen wir Möbelfabriken aus. Und da noch 10 dazu. Und da 20 dazu. 10 und 10. Ja, müssen die plus 3%. Sogar zu wenig Möbel. Und 3000. Und der Preis ist praktisch nicht über dem Durchschnitt. So, wie schon gesagt, wir könnten rein theoretisch noch mehr von diesen Dingern machen. Schauen wir mal, was haben wir da noch? Obligations. Wo überhaupt? Griechenland ist schon in unserem Markt, oder? Ist das auch ein Protektorat von uns? So, noch ein Krieg, den wir gewonnen haben. Nachher auch. Was ist mit Serbien eigentlich? Rein theoretisch könnten wir die nicht zu einem Protektorat machen. Defensive schon, aber unsere Relations sind poor. Wieso sind unsere Relations poor eigentlich? Mal das, sicherheitshalber. So kann man den nicht bankrollen. Ah, wir müssen zuerst über Pur kommen, dann kann man die Oh, wo ist Karen überhaupt? Karen. Ist irgendwo da ein Afrika? Burma? Oh. Da ist Karin. Sehr gut, sehr gut. Muss auch, dann machen wir Proof Relations da einmal. Ah, das ist nicht mal Bankrolling auch gleich, was soll's. Wir haben so viele Influence Points. So, Venezuela. Wir sind im Defensive Pact.
Kann ich dich in unsere Dings reinbringen? Wieso habe ich keinen Handel mit dir? Achso, weil wahrscheinlich. Willst du nicht in unserem Markt? Wie kann ich dich? In welchem Markt bist du überhaupt? Du bist doch Cooperative und Amicable. Echt? Die haben schon wieder einen Konflikt begonnen, die Kommunisten in Krakau. Ich packe. Du mobilisierst. Und gehst bitte wieder an diese Front. Wen könnten wir einladen? Euch? Was? Wieso sind die Antagonistik schon wieder? Die waren doch vorhin nicht Antagonistik. Ah, so ärgerlich. Wieso ändert sich das die ganze Zeit? Wir nehmen jeden in unsere Mitte auf. Oh, Bolivien hat auch einen Defensive Pact mit uns. Finde ich nett. Das sind ja noch keinen. Ah, vielleicht weil sie unser Protektorat. Wenn die uns eh nicht mögen, die Osmanen, dann können wir das da wenigstens auch gleich aufhören. Stop. Wenn können. Tja. Vorher 2 habe ich Indien gegründet. Vielleicht mache ich das dann auch. Oder versuche zumindest mit dem Sikh Empire oder Kalat oder so irgendjemand sind. Einen von den beiden vielleicht. Bolivian wishes to enter into the trade agreement. Oh, dein Name habe ich schon wieder eine Obligation gekriegt. Wieso kann ich das nicht machen? Achso, weil ich in einer Allianz mit ihnen bin. Ach, das ist ein Fehler dann also.
There is no existing diplomatic pact of this type. Die sind Subject von China, deshalb geht's nicht. Und schon wieder radikales Oman. Diesmal haben wir wenigstens. Ist das bis zum Ende des Jahres überhaupt relevant? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir keine Wahlrechte mehr gekriegt. Alles an uns vorbeigegangen. Vielleicht nochmal ganz kurz unsere Gesetze. Wir sind noch immer eine Monarchie. Wir haben aber mittlerweile Universal Suffrage, das heißt, jeder darf wählen, also jeder Mann. wir haben Cultural Exclusion, das ist immerhin eine etwas zivilere Form der Diskriminierung. Freedom of Conscience, da haben wir aber nicht viel machen müssen, das hatten wir von Anfang an. Bureaucrats, das ist etwas, was sich irgendwann mal durchgesetzt hat, aus irgendeinem Grund. Da war mal irgendjemand konservativer dafür. Professional Army, Secret Police, gegen all die Aufrührer. Das Wirtschaftssystem ist relativ frei. Wir haben laissez-faire Free Trade und Proportional Taxes. Wir haben keine Kolonien und eine Dedicated Police Force, Public Schools und Charity Hospitals. Passt gut. Wir haben noch immer Censorship. Finde ich gut. Aber Regulatory Bodies, das heißt immerhin das erste von den Gesetzen haben wir umgesetzt. Unsere Kinder dürfen noch immer arbeiten. Finde ich gut. Wie gut es unserer Nation erst gehen würde, wenn wir halbwegs liberal gewesen wären. Unsere Frauen dürfen auch arbeiten, aber sonst nichts. Es ist perfekt. Wir haben keine Social Security. Relations. Migration Controls, das heißt, wir lassen nicht jeden rein. Slavery Ban ist auch klar. Aber das war von Anfang an schon da, also da haben wir nicht mehr wirklich viel machen müssen. So, jetzt noch. Und dann habe ich ein ganz Victoria 3 hinter mir. Yay. Ich bin fast schon stolz. Robert discovered in North Madagascar, ja, das ist nett, aber das auch mehr davon. Oh, Logging Camps.
Das sind keine Leute mehr verfügbar. Also lassen wir das wieder. Wieso können wir... Wie kann es sein, dass ihr so viel Geld verliert, Kanak? Unfassbar. Geht wieder von aus, dass wir euch raushauen? Oh Mann, wie kann das sein, dass ihr auch schon wieder so stark in Schulden seid? Das macht eigentlich die ganze Zeit. Mit eurem... Ich jetzt? Ihr wolltet nicht mehr abhängig sein, könnte es sein. Okay. Rather unimpressive Ende dieses Spiels. Ich frage mich, was ich bekomme dafür, dass ich das geschafft habe dann. Fast 3 Milliarden BIP. Und damit sind wir nicht Erster, sondern mit Abstand Erster. Dann BIPs sortieren, haben wir quasi 2,5 Milliarden mehr als der nächste, nämlich Russland. Einwohnermäßig sind wir noch auf Platz 2 vorgestoßen, ja. Wir haben Indien einwohnermäßig überholt. Schau dir was an. Also ganz Indien hat, glaube ich, mehr Einwohner als wir, aber da gibt's auch noch diese Kleinstaaten drinnen und British Raj und Great Britain hat auch eigene Gebiete dort. Aber, naja. Alles gut. Nur China hat noch mehr Einwohner als wir. Okay, der Krieg ist doch noch ausgegangen. Erobern wir mal das. So. Erobert. Oh. Nein, mach einfach weiter. Nicht drüber nachdenken. Du hier. Wo ist das da bitte? Mit dem Herrn Christmann. Oh, mein Kind kommt heim. Vielleicht höre ich doch früher auf. Nein, ich will das noch fertig machen. Es sind nur noch 2 Monate. Oktober, November, nein, 3 Monate. Nicht zählen. Das Kind Essen machen. So, das Communist Formosa. Aber ich müsste eigentlich noch eine Truppe frei haben. Weil Krakau haben wir ja den Krieg schon mehr oder weniger beendet. Und den kann ich nach Formosa schicken. Da ist er.
an die Formosa Frauen. Quasi an die famose Frauen. Bretonen fliehen nach Hannover, weil sie bei uns mehr zu essen kriegen. Oh, das ist ein Mann. Den Kommunisten finde ich nicht richtig. Naja, wir sollten es trotzdem schaffen. Außerdem, ich glaube, zumindest in dem Fall wird sich der Krieg nicht mehr ausgehen, bis du spielst. Okay. So. Oh, politische Bewegungen haben sich auch aufgelöst, einer nach der anderen. Workers Protection ist noch da, mit sehr hoher Zustimmung. Wie kommt sie auf das, meine Lieben? Im Journal haben wir die beiden, die sind uns wurscht. Österreich ist nicht liberal. Ah ja, und Krakau kapituliert. Und noch 2 Monate. Jeden Tag kommt ein Punkt dazu. Mal sehen. Das sind 50 Tage. Ja, ich glaube, das geht sich aus, dass wir das nicht mehr leben müssen. Thema dieses Zeug noch von irgendwoher. Wen geht? Wowzers! 5270 aus Russland. Nicht schlecht. Okay, Hardwood kriegen wir dafür keines. Egal woher. Oh, ich sehe gerade, Eisenbahnen bräuchten wir auch wieder. So. Das war's. Wieder einen Haufen Eisbahnen noch dazu gebaut. Haben wir hier noch Eisenbahnen? Nö. Haben wir da noch Eisenbahnen? Auch nicht. Perfekt. Standard of Living sind wir bei 23. Ha, wir sind grün quasi.
Aber wir sind das drittlebenswerteste Land der Welt. Nur Katiri und Luka sind vor uns. Zwei Mini-Staaten. Wie kann Katiri vor uns sein? Die haben ständig irgendwelche. Sind die in unserem Markt? Ja, in unserem Markt, deshalb sind sie so gut drauf. Naja. Oh, Kommen ist vom Mosel extra und das finde ich nett. Hier erobert, oder? Haben wir erobert. Passt. Alles gut. Also, nur Länder, also nur zwei Mini-Staaten, die aber in unserem Markt sind, bezüglich der Standard of Living vor uns. Na bitte. Selbst unseren Armen geht's recht gut. Über 20 Punkten. So, wer ist da noch drinnen? Mewa, Kaffa, Switzerland, Greece, die sind auch alle bei mir. Kaffa ist auf jeden Fall bei mir, Switzerland und Greece auch. Glaube ich auch. Ist das das Nein, das ist Mysore. Ah. Und das Game ist zu Ende. Yay. Nicht sonderlich, das war jetzt nicht sonderlich auf dieses Ende. Also, unser Bip ist in die Unendlichkeit gewachsen, in Wirklichkeit. Mich wundert, dass er am Schluss noch immer so stark gewachsen ist, nachdem wir keine Absatzmärkte mehr hatten, außer unseren eigenen Markt. Standard of Living ist am Schluss auch wieder auch recht stark gestiegen. Prestige sowieso. Population auch. Wir hatten am Ende sogar mehr Norddeutsche als Süddeutsche. Schau dir das an. Also ca. 50% der Bevölkerung waren Deutsche oder deutschsprachige Österreicher. Norditaliener waren die drittgrößte Gruppe. Dann kamen gleich die Ungarn. Franzosen? Tschechen, Polen mit 5,3 Millionen, schon was an. Ja, wirklich Franzosen vor Polen. Und Tschechen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Political Strength hatten vor allem die Süddeutschen, die Norddeutschen und den Italienern. Ja. Universal Suffrage hatten am Schluss war es circa ausgeglichen. Wir hatten vor allem Katholiken, Protestanten, oder ein paar andere Oriental Orthodox waren. Arbeiter, Maschinisten, Clerks, also Office-Arbeiter, wie heißen die auf Deutsch? Ingenieure, naja, okay, meine Lieben, das war's. Wir haben Österreich ziemlich konservativ bis ins 20. Jahrhundert gebracht und dabei eher zufällig Deutschland gegründet. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, hoffe ich. Bis dann. Tschüss.